Hallo, mein Name ist Veronika Finatzer, bin Autorin und schreibe unter dem Pseudonym Aria Andersen. Herzlich willkommen zu meinem Projekt Wir sind so viel mehr. Als Mensch und Autorin bin ich 2021 an einen Punkt gekommen, an dem ich realisiert habe, dass es um so viel mehr geht, als nur vor sich hinzuleben, denn ich bin schwer an Corona erkrankt. Trotz der Schwere hat mein Verstand messerscharf funktioniert und durch die auferlegte Quarantäne blieb mir die Qual meiner Kinder nicht verborgen. Die Schwere der Krankheit hat mir die Frage aufgedrängt, was, wenn ich gestorben wäre und was, wenn meine Kinder mich tot aufgefunden hätten. Dieses Trauma hätte deren Leben für immer verändert. Dies aufzuarbeiten wäre ohne professionelle Hilfe gar nicht möglich gewesen. Sie wären auf Therapien und Behandlungen angewiesen gewesen. Therapien, wie sie die Stiftung Dominikus Ringeisenwerk unter anderem anbietet. Daher habe ich nun das getan, was ich am besten kann: Schreiben. Ich habe einen Erfahrungsbericht mit dem Titel Einmal Corona und wieder zurück, ein Tagebuch aus dem Corona-Bett geschrieben, welchen ich nun nutzen möchte, um eine Spendenaktion für Dominikus Ringeisenwerk ins Leben zu rufen. Der Erlös soll an die Stiftung und ihre unfassbar wertvolle Arbeit gehen, denn dort wird Menschen mit Behinderung und sozialen Einschränkungen die Teilnahme an Leben und Gesellschaft ermöglicht und erleichtert. Jeder Cent hilft, denn die Behandlungen, Methoden und Therapien sind mit enorm hohen Kosten verbunden, zumal die öffentlichen Träger nicht immer oder nur teilweise dafür aufkommen. Warum sollte jemand dieses Projekt unterstützen? Naja, 75% aller deutschen Spendengelder fließen in humanitäre Hilfe, dicht gefolgt von Not- und Katastrophenhilfe sowie Tierschutz. Behinderte Menschen sind eine Gruppe, die man leider allzu oft vergisst. Doch sie sind kostbare Menschen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Wenn man bedenkt, dass es eben jene Einrichtungen sein werden, die sich um unsere Lieben kümmern, wenn ihnen schlimme Unfälle oder schwere Schicksalsschläge zustoßen sollten, dann wäre unser Eins froh über jede Unterstützung, welche von außen kommt, damit unsere Lieben weiterhin an Leben und Gesellschaft teilnehmen können. Denn wie gesagt, jeder Mensch ist kostbar. Nun ist es an der Zeit, dass ich mich bei dir vorstelle. Ich bin Veronika Finatzer, Mutter von 4 unglaublich tapferen und ganz wundervollen Kindern. Eigentlich hatte ich vor, in einem Video dir ganz persönlich zu erklären, worum es bei meinem Spendenprojekt geht. Aber ich konnte leider noch nicht darüber sprechen, beziehungsweise nicht ohne mit den Tränen dabei immer wieder kämpfen zu müssen. Und dennoch wollte ich, dass du mich siehst, dass du weißt, wer hinter diesem Projekt steht. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass im ersten Teil des Videos klar geworden ist, warum ich dieses Spendenprojekt überhaupt ins Leben gerufen habe, was meine Motivation war, was mich angetrieben hat, warum ich ausgerechnet Dominikus Ringeisenwerk gewählt habe und warum jeder Cent so unfassbar wichtig ist. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam, du und ich und alle anderen, dieses Projekt zum Erfolg führen. Ich bedanke mich jetzt schon bei dir, auch im Namen von Dominikus Ringeisenwerk. Dankeschön.